Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich war gerade schon einkaufen und habe mir Brötchen mitgebracht. Und deswegen frühstück jetzt erstmal mit Brötchen und Chorwach. Und das hier habe ich mir gerade mitgenommen. Aufstrich Paprika Chili. Bin ich sehr gespannt. Genau, und werde nebenbei ein bisschen Musik hören, glaube ich. Und dann werde ich mich an meinen PC setzen. Da habe ich nämlich ein bisschen was zu erledigen. Guck mal, wie schön die Haare mit dem Leinsamengel sind. Da ist nichts anderes drin. Da ist kein Festiger, kein Gel, Scheiß, Gedöns. Da ist nur der Leave-In-Conditioner drin. Voll schön. Ich war übrigens am Wochenende, also am Freitag, bei meinem Freund. Und der hat GZSZ geguckt. Und ja, mir fehlt ein Fingernagel, das lasse ich dann gleich reparieren. Und der hat GZSZ geguckt. Und das gucke ich ja tatsächlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also nee, ich gucke das bestimmt schon seit... Also doch, seit 10, 12 Jahren gucke ich das schon nicht mehr. Manchmal gucke ich so bei Instagram TV, was gerade so abgeht. Da habe ich wenigstens so ein bisschen noch eine Ahnung von. Jedenfalls hat er das geguckt und konnte mich auch über alles aufklären. Also der guckt es offensichtlich regelmäßig. Und jetzt kam gerade im Fernsehen die Wiederholung von gestern Abend. Jetzt dachte ich, Mist, jetzt möchte ich es doch anfangen zu gucken. Jetzt haben mich manche Geschichten irgendwie doch gepackt. Jetzt will ich doch wieder anfangen zu gucken. Und es ist auch eigentlich eine Tageszeit. Das passt zwischen mir und den Kindern. Dass ich das da eigentlich, wann kommt das immer, 1940, 1945, eigentlich gucken kann. Verdammt, jetzt gucke ich das wieder. Weil ich hatte dann mal aufgehört, weil bei GZSZ fand ich, war alles nur noch... Drama, traurig, schrecklich, ne? Also da war nichts Schönes mehr. Jetzt habe ich aber gerade so eine Liebesgeschichte, die hier gerade am Anfang ist. Das finde ich irgendwie gerade ganz süß. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr aktuell GZSZ guckt. Ob ihr das auch seit, weiß ich nicht, 30 Jahren guckt oder wie das bei euch so aussieht. Und wenn wir einmal bei Fernsehsachen gedönt sind, habe ich auch bei Instagram gesehen, es gibt jetzt eine Neuauflage von Charmed, also mit neuen Hexen und neuen Geschichten und bla bla bla. Fängt, glaube ich, heute an auf 6, meine ich. Wollte ich mal reingucken, wollte ich mal gucken, ob mir das gefällt oder nicht, weil ich war früher ein großer Charmed-Fan. Und da ist es ja immer, entweder ist das cool, das Neue, man muss sich damit abfinden, dass es halt was Neues ist, oder es ist halt richtig, richtig kacke. Ja, muss ich mal sehen. Wir sind hier wieder mal mit meinem immer noch versifften Handy. Mann. Okay, also, aber um das Handy an sich soll es ja gar nicht gehen. Und zwar bin ich ja so ein Typ, also, wenn ich mich jetzt mit anderen Mamas so vergleiche, im Internet oder im Freundesbekanntenkreis, bin ich was so... Handyspiele und so angeht, ja noch echt human mit meinen Kindern, weil die haben bisher gar nichts gespielt, weil ich selber auch, ich bin einfach, ich spiele kein PC-Game, wir haben keine Spielekonsole, ich spiele auch kein Handy-Game, habe ich auch noch nie tatsächlich. Deswegen ist es wahrscheinlich, weil einfach da von meiner Seite aus noch nichts war. Also die Kinder, die haben auch keinen, wie heißen die Teile, so eine PS... Wie heißen die? PlayStation Portable? Weiß der Kuckuck. Also auch so eine Spielekonsole für unterwegs haben die einfach nicht. Ich habe jetzt aber die Möglichkeit bekommen, eine Spiele-App für Kinder zu testen. Und zwar die Digital Toy Box. Und dachte, okay, guckst du dir das einfach mal an. Jetzt seht ihr hier auch, was ich sonst noch so für Apps habe. und das wollte ich euch jetzt gerne mal noch ein bisschen genauer zeigen. Warum ich jetzt bei dieser App gesagt habe... Ja, okay, lass mal probieren, war, also das sind 6 Apps und Spiele von 0 bis 6 Jahren. Also 0 Jahren, okay. Aber ich sag mal so, für meine 2 Kinder mit 3 und 6, eigentlich genau das richtige Alter. Hier seht ihr jetzt, ich finde es halt super süß gemacht, ne? Jetzt hier so aufgeblättert, die 6 Spiele. Und die Spiele sollen eine, ich nehme jetzt aber mal hier, eine beruhigende Wirkung haben, die Kreativität fördern und auch die Vorstellungskraft. Und das hat mir irgendwie zugesagt, das hat mir gefallen, das fand ich, wo ich so gesagt habe, okay, damit kann ich mich anfreunden. Aktuell ist das Ganze kostenlos, guckt einfach mal in eurem Play Store nach Kapu Digital Toy Box und der In-App-Kauf, das ist dann 4,49 €. So, Obacht, man kann übrigens die Musik auch ausstellen, wenn einen das stört. So. Haben wir das? So geht das mit dem Licht, glaube ich schon.
So, ich kann einfach das Licht eigentlich mal ausmachen. Dann blendet das nicht so kacke. Das ist besser, ne? Genau. So, und dann schiebt man das hier zum Beispiel und kann sich mal so angucken, wer so alles im Wald wohnt. Die Bienen und der Biber und der Frosch und der Hase. Also guckt sich hier einfach mal so ein bisschen um. So, jetzt habe ich den Elch, hatte ich jetzt angestupst. Was muss ich jetzt mit denen machen? Die muss ich hier in den richtigen Korb einsortieren. Die roten in den roten Korb. Also ihr seht, ne, ich habe da auch, ist wahrscheinlich auch genau die richtige Altersstufe für mich mitspielen. Zack. Na komm schon. Komm schon. Also an sich bin ich so, ich glaube, wir werden nie eine Spielekonsole haben. Ne, weil einfach der Fakt ist, ich kenne mich mit so einem Krempel nicht aus, ich mache das selber nicht. Vielleicht später mal, wenn die Kinder alt genug sind, das dann unbedingt haben wollen oder so. Ach, guckt aber, wie süß das ist, oder? Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass man sagt, so ein paar. Hier ist dann Schluss, ja? Ne, den hatten wir doch gerade. Kann ich wieder zurückgehen? So ein paar Handyspiele mal für unterwegs oder so. Fände ich jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Ich würde gern. Wir gucken mal noch in ein anderes Spiel rein. Also, wir hatten gerade den Kapu Forest. Hat man da noch was mit einer Kamera? Piraten. Was wollen wir denn noch machen? Ach, lass uns mal die Blumen hier noch machen. Bloomtunes. Ich sitze auch immer davor und denke mir so, ja, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Ah, Klavierspiel. Machst du? Ah. Grün. Okay, das ist süß. Und wie geht's weiter? Ach, kann ich hier auch? Ja, ach so, gießen. Und dann wachsen die, oder was? Ja gut, den Kindern würde es wahrscheinlich gefallen. Mich würde mal eure Meinung so interessieren. So ganz allgemein zu Handyspielen, zu Computerspielen. Wie alt sind eure Kinder? Spielen die schon irgendwas? Haben die irgendwelche Konsolen? Auch so Lernspiele und so fände ich dann, glaube ich, auch so im Grundschulalter okay. Aber das Ding ist, oh, da kommt ein kleiner Wurm. Aber das Ding ist, ich müsste mich ja selber erstmal da reinfuchsen. Und ich bin bei sowas echt total unbegabt, ne? Aber so für unterwegs, also die meisten meiner Freunde, die haben das dann tatsächlich für unterwegs, wenn sie so essen sind oder im Auto oder beim Arzt warten oder so. Da könnte ich es mir jetzt wiederum vorstellen. Ich habe es jetzt noch nie gebraucht. Ich hatte jetzt noch nie den Bedarf an sowas. Aber jetzt habe ich einmal diese App. Da dürfen sie bestimmt irgendwann mal damit rumhampeln. Also ich habe ja auch so ein bisschen so ein Problem damit, weil es halt mein Handy ist, dass ich denen gar nicht so gerne mein Handy in die Hand geben möchte. Aber muss man halt dabei sitzen und das beobachten, dann geht das schon. Oh, ein kleiner Maulwurf. Okay, ich weiß nicht, ob ich das Spiel jetzt richtig gemacht habe, ob ich das richtig verstanden habe. Also das war die Capo Digital Toy Box. fand es irgendwie süß. Und irgendwie, ich habe herausgefunden, also dass es nicht so einfach ist, zum Startmenü zurückzukehren. So. Also man hat halt diese sechs kleinen Spielchen, die ganz süß sind. Und vom Preis her finde ich das absolut okay, das einfach mal da zu haben für den Notfall. Und ja, bin jetzt sehr, sehr, sehr auf eure Kommentare zu diesem Thema gespannt. Ich koche gerade Mittagessen und ich mache heute so Hähnchengeschnetzeltes, so currymäßig. Und natürlich mit dem Thermomix und wollte euch mal zeigen, wie das denn so aussieht. So, das ist der Varoma-Behälter. So, und hier oben habe ich jetzt Pfirsiche und Äpfel. Und da unten ist mein Hähnchengeschnetzeltes, schon gewürzt mit Curry und Paprika. Und im Thermomix an sich habe ich jetzt den Saft von den Pfirsichen mit Sahne und Wasser aufgefüllt und den Reis da natürlich reingetan. Ich möchte euch gerne noch ein Bastelset zeigen, mit dem wir schon mal gearbeitet haben, was ich sehr, sehr toll finde. Das sind so Wachsschnüre, das ist ein Kreativset. Ich zeige euch gleich, also sind halt solche Wachsschnüre drin oder auch Wachsstangen in verschiedenen Farben, zeige ich euch gleich. Und ist ab 3 Jahren, weil diese Wachsschnüre, das ist halt das Geile, die sind halt selbstklebend. Und da hat Svea zum Beispiel auf so einer kleinen Leinwand
mit den Wachsschnüren ein ganz, ganz tolles Gesicht zum Beispiel einfach gelegt. Was man halt noch relativ simpel legen kann, ne? Hier so ein Fisch, das Gesicht hat sie halt zum Beispiel nachgemacht. Oder so eine kleine Schnecke. Genau, hier stehen nochmal so ein paar Infos. Also sie lassen sich wirklich richtig, richtig gut biegen. Auch so kleinere Punkte kann man halt super simpel da einfach abmachen, kann die so mit, ne, der Körperwärme, mit der Hand so ein bisschen auch erwärmen und hält halt auf allem Möglichen. Also wie gesagt, wir haben es schon auf solchen kleinen Leinwänden gemacht, auf Pappe, Karton, Metall, Holz. Was ich jetzt gleich noch machen werde, ist diese Gläser mit den Wachsschnüren zu verzieren und dann kommen da einfach Teelichter rein und dann kann das verschenkt werden. Genau, und hier seht ihr mal die unterschiedlichen Farben. Auch dunkelblau haben wir hier. Also eigentlich alle Regenbogenfarben, könnte man so sagen. Alle. Hier so ein schönes Türkis. Mit dem hat Svea halt schon gearbeitet. Mit dem Pink, Gelb, Grün, Weiß. Also richtig, richtig viele schöne Farben. Da kann man sich richtig schön kreativ auslassen. Und genau, das mache ich jetzt hier noch. So, und dadurch, dass die Wachsschnüre halt echt selbstklebend sind, braucht ihr halt nichts anderes dazu, außer eure Hände. Und das ging jetzt richtig, richtig flugs, weil mit Kindern, das muss auch immer was sein, was relativ schnell fertig war. Ich habe jetzt hier unten den Anfang gemacht gehabt. Das war ein bisschen schwieriger, als erstmal anzudrücken. Und dann ging es eigentlich ganz simpel. Und Vince möchte jetzt das letzte Glas alleine machen und hat sich diese Farben jetzt ausgesucht für sein Glas. Und das ist wirklich echt simpel. Also wenn ihr mal wieder eine Beschäftigung sucht, weil auch im Sommer, wissen wir alle, gibt es auch mal Regentage, verlinke ich euch das Set sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox. Also ich fand das jetzt mit den Kindern zu machen richtig, richtig, richtig toll. Ich habe gerade die Bilder von meinem letzten Shooting bekommen. Ich wollte euch mal so ein bisschen ein paar Bilder zeigen. Also ja, das sind alles Blumen, aber... Das finde ich auch sehr schön. Was haben wir denn noch Schönes? Hier ist noch ein cooles. Das hier mag ich sehr, sehr gerne. Obacht, das ist schön. Wahrscheinlich ist es so schön, weil ich so unscharf bin. Das ist auch cool. Und das, was jetzt hier kommt, das ist auch mega. Und das finde ich auch ganz süß. Und mein Lockenkopf und ich, hier guck mal, meine Tolle hier oben. wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen hoch und schreibt mir einen lieben Kommentar. Und bis bald.